Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga. Wir sind das letzte Mal nach dem Kampf auf Kashyyyk stehen geblieben und werden uns nun das Ende der Jedi Kapitel 5 anschauen. Let's go! Episode 3, die Rache der Sith. Kapitel 5, das Ende der Jedi. Mit dem Befehl, mit der Order 66 hetzt Palpatine die Klonkrieger auf die Jedi. In allen Teilen der Galaxis ermorden die Klone daraufhin ihre Jedi-Generäle. Yoda und Obi-Wan haben überlebt und teilen zum Jedi-Tempel auf Coruscant. Sie hoffen, in den Archiven der Jedi Antworten auf diese schreckliche Wendung der Geschehnisse zu finden. Hey, da sind doch Jünglinge. Nein, das sind keine Jünglinge. Vielleicht sind es doch Jünglinge. Wer weiß. So, da hinten ist auch schon wieder absolut offensichtlich ein Limkit. Ja. Und sie haben sich verraten, bevor wir überhaupt in der Nähe waren. Ich würde mal sagen, diese Klone haben sich echt grandios getarnt. Zack, das Minikit hätten wir damit eingesammelt. Das Geld nehmen wir natürlich auch mit. Ah! Alter, wo das da halt das Geld auch schon wieder hinschießt, ey. Sonst wohin in die Walachei. Yoda hat auch dauerhaft sein Lichtschwert an, damit er mit uns mitkommt. Okay, das Geld wäre verloren. Wir brauchen echt den Stud-Magneten, ey. So. Und den... Ah, sowas kommt da an. So, es wird wahrscheinlich so auf die 30.000 rauslaufen, wenn ich die Prognose stellen dürfte. Und natürlich brauchen wir da wieder jemanden, der besonders hoch springen kann. Ich finde es schön, wie sie mal versuchen, Abstand zu gewinnen. Damit wir nicht an sie rankommen mit dem Lichtschwert. So, da brauchen wir wen mit einem Blaster. Oder das entsprechende Minikit dafür. Haben wir beides nicht. Nicht Minikit, den entsprechenden roten Stein.
Gut, das ist eigentlich so wenig Geld und das kriegen wir so umständlich. Es lohnt nicht, das zu holen. So, die Tür wäre offen. Also die Türangeln können wir natürlich mal wieder zerstören. Alles, was aus Lego ist, kann im Zweifelsfall irgendwie zerstört oder genutzt werden. Alles andere ist pure Deko. Ah. Wow. Flup. So. Das Riesending hat man auch bewegt. So, damit hätten wir auch schon ein Drittel zusammen von dem, was wir letzten Endes brauchen an Kohle. Teilweise können sie zerstört werden, teilweise nicht, alles klar. So, da kommen wir nicht durch. Nur Sturmtruppler oder Klone können da durch. Haben wir beides nicht dabei. So, da müssen wir die Dinger hier zusammenfügen. Oh, da ist der Tausender. Eigentlich müssten wir jetzt dann die Hälfte haben, aber anscheinend sind es doch nicht 30.000. Vielleicht sind es eher so 35.000 oder sowas, keine Ahnung. Das sieht auch nicht richtig aus. Vielleicht müssen wir da weiter. Da können wir vielleicht nicht mehr zurück. Mal gucken. Ich hole mal kurz den zweiten Spieler rein und schicke dir den in den Tod. Moment, wo war für dich nochmal springen? Ah, hier. Okay. Danke.
Bei der hatte gerade kein Geld dabei. Bei uns hätte es das schon wieder Geld gekostet. Ah. Wie ihr seht, es war gut, noch nicht da runter zu gehen, noch nicht da reinzugehen. Denn hier ist noch ein kleiner anderer Weg. Take a seat, young Skywalker. So, verändert das hier jetzt noch was? Nö, okay. Schade, dich können wir nicht auslösen. So. Ist hier irgendwas drin? Da oben, wenn man einen Blaster, jemand mit einem Blaster hätte. Huch, ist da auch noch ein blauer? Ja, da war auch noch ein blauer versteckt. Sehr schön. Okay. Hier haben wir schon mal... Da wäre schon mal ein Minikit, aber ob wir an das rankommen, wage ich zu bezweifeln. Da können wir hoch. Jetzt sammeln wir aber erstmal das ganze Geld ein, was hier verteilt ist noch. Das kann ja noch wichtig werden. Oh, das gibt beim ersten Mal auch alles Geld. Ja, ich erinnere mich an den Scheiß. Moment, erstmal machen wir hier noch auf. Damit wir da rüberkommen und das Minikit einsammeln können. Jetzt machen wir hier runter. Damit was bewirkt. Thank you.
So. Dann können wir den hier aufmachen. Das Ding flackert einmal kurz auf. Jetzt sollte definitiv klar sein, 30.000 hätten wir nicht gebraucht, wir brauchen mehr. Auch 35.000 würde nicht reißen, wären es dann vielleicht auch 40. So, diesmal an das hier kommen wir diesmal nicht ran, ohne einen, der wirklich hochspringen kann. So. Damit kommen wir tatsächlich schon weiter. Auf das da oben kommen wir nicht ran, leider. Hier kommen wir auch nirgendwo rein. Dafür müssten wir nach da oben, glaube ich. Das heißt, wir gehen einfach mal hier durch. Sehr schön. Schade, wir haben es leider nicht geschafft, noch den wahren Jedi zu bekommen. Oder? Nee. Sonst wären wahrscheinlich wirklich so 35.000 gewesen, wie ich es vorhin vermutet hatte. Gut, dann würde ich aber auch sagen, sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder, wenn wir den dritten Teil von Lego Star Wars, die komplette Saga, beenden. Bis dahin und tschüss.